Die Regierung hat kürzlich, gut, schon vor einigen Monaten, diese Energiegutscheine angekündigt. Der Energiepreisdreckel wird jetzt diskutiert. Sind das Maßnahmen, mit denen Ihre Klienten in deren individuellen Situationen überhaupt etwas anfangen können? Wie beurteilen Sie den Maßnahmenkatalog der Regierung bislang? Grundsätzlich ist alles zu befürworten, die Lebenssituation etwas zu unterstützen können oder unterstützen kann. Es wird unterschiedlich wahrscheinlich sein, in welcher Form man davon profitiert. Ich würde meinen, eine der wichtigsten Maßnahmen, die jetzt passiert sind, sind die Maßnahmen, dass die Wohnbeihilfe beispielsweise angehoben wurde. Das ist meines Erachtens überfällig gewesen. Das war vorher schon ein Riesenthema. Wir müssen meines Erachtens auch in den Sozialleistungen direkt als auch in der Sozialhilfe im Wohnbereich nochmal nachschärfen. Da haben wir immer noch eine Lücke. Das geht auch direkt zu Lasten dann immer wieder der Lebenshaltungskosten, also sprich vom Essen. Ja. Die Maßnahmen an sich, denke ich, sind ein guter Schritt. Was ich eher kritisch sehen würde, sind diese Einmalmaßnahmen. Auch hier wieder natürlich pragmatisch gesehen, jeder Euro, der dem Menschen zugutekommt in Schwierigkeiten und schwierigen Situationen, ist zu befürworten. Energiegutschein, wenn keine eigene Wohnung vorhanden ist, nützt dir das nichts. Ja. Und eine Einmalzahlung bleibt ein Tropfen. Das bleibt ein Tropfen und wir befürchten, dass das noch stärker zu Problemen führt, wenn eben sozusagen Einmalmaßnahmen als Hilfsmittel herangezogen werden. Unserer Meinung nach und meiner Meinung nach ist es ganz klar, es sollten die einkommensergänzenden Maßnahmen hinaufgesetzt werden, strukturell. Wir müssen endlich schaffen, dass Arbeitslosigkeit nicht zu einer massivsten Schlechterstellung führt. Derzeit ist es so, dass man in Vorarlberg auf jeden Fall massivste Probleme hat, wenn man arbeitslos wird. In Österreich sind es insgesamt, meine ich, ungefähr im Jahr circa 1 Million Leute, die arbeitslos wird. Von dem her, das wären die Maßnahmen, meine ich. Ich glaube auch, dass die Lohn- und Gehaltseinkommen vor allem in den unteren Bereichen einfach nicht mehr zutreffend sind für diese Lebenshaltungskosten. Was das größte, meines Erachtens wirklich das größte Problem ist, nach wie vor sind diese Wohnkosten. Meines Erachtens benötigt man dort eine wesentliche Initiative, um kostengünstigen, leistbaren Wohnraum zu schaffen. Ich denke, dort müsste vor allem auch langfristig gesehen das größte Augenmerk hingelegt.